Stimmung gut, Lage nicht so ganz, hören wir jetzt. Schalten wir doch mal ins Konrad-Adenauer-Haus zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallois und hören, was da los ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Sieben CDUler und sieben CSUler sitzen am Verhandlungstisch. Wir haben es eben gehört, also gleich auf. Ist das Verhältnis tatsächlich so? Gehen die beiden im Gleichschritt? Nun, es sind drei Parteien, die verhandeln und Horst Seehofer hat sich das Recht herausgenommen, ebenfalls mit sieben Personen zu erscheinen vergangenen Freitag. Wenn man mal zusammenzählt, dann sind das 14 gegen 7 und dann stimmt's ja auch wieder, denn das Ergebnis der gemeinsamen Union ist genau zwei Drittel so stark wie das der SPD. Zwei Drittel, ein Drittel, da kommt's wieder hin. Die Sondierungsgespräche mit den Grünen stehen an. Mit welchen Erwartungen, was hören Sie da auf den Flur, mit welchen Erwartungen geht die CDU denn in diese Gespräche? Ja, das Präsidium der CDU tritt hier erst in einer halben Stunde zusammen, aber wir haben es ja über das Wochenende gehört. Es gibt viele vielfältige Erwartungen. Ich kann mich nur wiederholen, das ist seit der Wahl nicht anders. Die Spitze hier im Haus, das ist ein offenes Geheimnis. Angela Merkel, aber auch Volker Kauder sind eigentlich nicht für diese grüne Option. Sehr, sehr viele andere Spitzenpolitiker der Union, alleine die namentlich bekannten ehemaligen Pizza-Connection-Mitglieder, und Sie haben ja vorhin im Beitrag schon einige gesehen, einschließlich des Generalsekretärs, sagen, das ist eine gute Alternative zur SPD, also Schwarz-Grün, ist durchaus eine Option. Und so ist es ja auch, denn die Verhandlungen finden ja erst, die Sondierungen, pardon, finden ja erst am Donnerstag statt. Und man muss natürlich erst einmal abwarten, was da rauskommt. Ich darf übrigens daran erinnern, dass im Jahr 2005 schon einmal mit den Grünen sondiert wurde. Damals ging es allerdings um die Jamaika-Koalition. Da hat es nämlich nicht gereicht für CDU, CSU und Grüne. Da hätte man die FDP noch mit ins Boot nehmen müssen. Damals waren die Gespräche nach einer Sondierung zu Ende. Aber wer sagt uns eigentlich, dass jetzt am Donnerstagabend schon alles vorbei ist, was die grüne Option hier für die Union angeht. Das wird in den Medien immer so hingestellt. Ich finde, man sollte die Gespräche erst einmal abwarten. Kommen wir zurück zu Schwarz-Rot. Die SPD ist ja gestern in Trippelschritten, wenn man so will, auf die Union zugegangen. Steuererhöhungen müssten nicht mehr zwingend sein. Die wiederum zur Bedingung gemacht hat, Gabriel, dass der Mindestlohn unverzichtbar sein. Glauben Sie, dass da mit der CDU was zu machen wäre? Also der Mindestlohn ist sicherlich kein großes Problem. Die CDU-Kanzlerin hatte ja selbstbewusst gesagt, sie ist die erste Kanzlerin in Deutschland, die Mindestlöhne eingeführt hat, nämlich in 13 Branchen. Der Weg dorthin, der ist nach wie vor ein anderer, aber da wird es sicherlich Angleichungen geben können. Wenngleich dieser Mindestlohn ein schönes Beispiel dafür ist, dass neben allem Angleichen und neben allem in die Mitte marschieren von allen Parteien natürlich auch noch ideologische Unterschiede da sind. SPD, Grüne und andere, vor allem die Linke, wollen den starken Staat. Und die Union will das eben nicht, sondern die sagt, da gibt es Tarifpartner, die können miteinander verhandeln und den Mindestlohn festsetzen, wenngleich hier die Stimmen in der Union immer lauter werden, die auch sagen, dass einige Arbeitgeber es in Deutschland wirklich übertrieben haben und viele Arbeitnehmer in Deutschland von ihrem Lohn nicht leben können. Das muss sich ändern. Also Mindestlohn ist, glaube ich, wirklich kein Problem auf dem Weg zur Großen Koalition. Noch eine letzte Frage. Sie arbeiten ja schon sehr lange für Phoenix als Parlamentskorrespondent, haben schon mehrere solcher Lagen sozusagen erlebt. Ist diese jetzt anders als das, was Sie früher gesehen haben in Berlin? Also ich habe schon in Bonn für einen anderen Sender seit 1992 gearbeitet. Insofern sind das meine sechsten Koalitionsverhandlungen. Und jede Koalitionsverhandlung bzw. Sondierungsgespräche, da sind wir ja erst, wir müssen uns immer ein bisschen mäßigen. Also jede Sondierungsgespräche sind natürlich ein bisschen anders. Wenngleich man einschließlich mir selber hier gerade mit dem Versprecher noch mal ins Stammbuch auch der Journalisten schreiben muss, solange sondiert wird, ist alles möglich. Erst wenn in Koalitionsverhandlungen eingestiegen wird, dann geht es klar mit dem Partner X zur Sache. Und am Schluss stehen dann die Koalitionsvereinbarungen. Diesmal, Ihre Frage zu beantworten, ist es schon sehr ungewöhnlich, dass die SPD sagt, dass sie ihre Basis beteiligen will. Das bringt ein großes Maß an Unsicherheit in die Zukunft auch einer großen Koalitionsabschlusses. Denn wenn am Schluss 470.000 Wähler der SPD entscheiden sollen, wir haben ein repräsentatives System, wir entsenden Abgeordnete in den Deutschen Bundestag, das sind Profis, die auch hinterher die Gewichtung vornehmen sollten. Also wenn jedes einzelne Mitglied abstimmt, dann befürchte ich, kommt vielleicht das raus, was die SPD-Spitze dann gar nicht will. Und am Schluss haben wir viel Zeit verloren und eventuell hat die SPD ihren Kopf, ihre Spitze verloren. Also ob dieses Verfahren so sinnvoll ist, das müssen andere entscheiden. Jedenfalls hält es mächtig auf. Ja, es bleibt spannend in Berlin. Jedenfalls noch eine lange Zeit, so scheint es. Vielen Dank ins Konrad-Adenauer-Haus.